Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Und heute haben wir einen weiteren realen Irrsinn aus unserer schönen Welt. Nämlich, ja, etwas, was ich auch letzte Woche selbst in der Presse mitbekommen habe. Nicht schön, dass es sowas gibt bei uns. Und ja, sehen wir mal, was da kommt. Das Ganze natürlich jetzt los, ja. Und zwar heißt die Folge saisonal gekündigt. Claudia Jochen ist Deutschlehrerin an der Gemeinschaftsschule im baden-württembergischen Mössingen. Und sie macht das so gerne. Lehrerin sein in Deutschland ist nämlich ein Geschenk, vor allem als Angestellte. Jedes Jahr mit Beginn der Sommerferien endet mein Vertrag. Und mit Beginn des neuen Schuljahres bekomme ich einen neuen Vertrag, damit sich das Land Baden-Württemberg 6 Wochen lang ein Gehalt spart. Ganz ehrlich, ich habe das gehört, dass das auch in Berlin so sein soll. Und ich muss einmal eins sagen. Liebe Kultusminister, auch wenn ihr dieses Video wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen werdet, aber von ganzem Herzen sage ich das jetzt. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Auch wenn das jetzt nicht freundlich klang, aber Leute, geht's noch wirklich? Diese Leute, Lehrer, sorgen dafür, dass unsere Schüler zumindest ein klein bisschen Bildung bekommen. Nicht die nötige Bildung, die man unbedingt braucht heutzutage, aber ein klein bisschen. Und ihnen dann wegen 6 Wochen Gehalt zu kündigen, um das einzusparen, damit ihr eure Diäten wieder mal um wer weiß wie viel Prozent erhöhen könnt, während andere zusehen müssen, wie sie mit einem Hungerlohn oder einem Almosen überleben, geht gar nicht. Sorry, da ist auch für mich der Spaß vorbei irgendwo. Ganz ehrlich. Ja, einige Bundesländer haben ein ganz besonderes Beschäftigungsmodell für angestellte Lehrer. Frau Jochen muss sich nur jedes Mal über die Sommerferien arbeitslos melden und dafür ein paar Unterlagen von Behörden besorgen. Damit dann schnell zum Arbeitsamt und fertig. Kein Thema. Ja, da sie jedes Jahr einen neuen Antrag stellen muss, muss der jedes Mal auch geprüft werden. Die Bundesagentur für Arbeit hat schon genügend zu tun mit Dingen, die ja Zeit kosten und die wirklich für die Leute, die bedürftig sind, wichtig sind und müssen sich da nicht noch mit solchem Unsinn aus dem Kultusministerium herumschlagen. Also ganz ehrlich, ich würde als Mitarbeiter im Jobcenter oder im Bundesagentur für Arbeit die ganzen Anträge der arbeitslos gemeldeten Lehrer, die vorher in Arbeit waren und das wegen der Sommerferien nicht mehr sind, nehmen, zum Kultusministerium gehen und sagen, bitteschön, da habt ihr die Anträge, da habt ihr das Gesetzbuch und jetzt bitte seht ihr mal zu, dass ihr diese Anträge möglichst schnell bearbeitet, damit die Leute ihr Geld bekommen. Das Ganze ist A, ein total bürokratischer Aufwand und B, wenn nur eine Unterlage fehlt, dann kann man ewig auf sein Geld warten. Und letztes Mal habe ich zum Beispiel erst am Ende der Ferien mein Arbeitslosengeld bekommen. Und wie ich gerade schon sagte, das ist genau das, was ich erwartet habe. Aber ich muss eigentlich sagen, der Aufkleber auf Ihrem Laptop ist Daumen hoch. Geil. Weil Baden-Württemberg seine angestellten Lehrer so wertschätzt, verschickt es die Ankündigung eines neuen Arbeitsvertrages mit fast zärtlichen Worten. Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, findet die Vertragsunterzeichnung statt. Im staatlichen Schulamt, bitte kommen Sie in den ersten Stock, Besprechungszimmer 110. Jo. Das ist keine freundliche Einladung, das ist ein Befehlston und ja gut, okay. Ich würde jetzt eventuell sagen, wenn man die Möglichkeit hätte, sollte man jetzt sagen, und schön für euch, wir sehen uns dann irgendwann mal vielleicht, wenn ich Lust und Laune habe, aber sie braucht den Job ja und das ist auch gut für die Kinder und deswegen ging aber bisschen freundlicher wäre nett. Da freut sich doch jede angestellte Lehrerin. Juhu, ein neuer Arbeitsvertrag. Mal wieder. Dazu sagt das Kultusministerium, die Verträge werden bis zu den Sommerferien geschlossen, weil noch nicht sicher gesagt werden kann, ob im neuen Schuljahr auch ein Vertretungsbedarf besteht. Moment, sie ist Vertretungslehrerin. Und es ist noch nicht sicher, ob ein Vertretungsbedarf besteht. Wenn ich das so mitbekomme, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste,
ich bin schon dabei aus der Schule raus. Bei mir war das aber auch schon so, dass durchschnittlich in der Woche 5 bis 6 Stunden ausgefallen sind, weil die Lehrer nicht da waren, weil ein Lehrermangel bestand. Und das ist heute noch schlimmer. Ich krieg das oft genug mit, wenn ich unterwegs bin und dann die Schulkinder, bei mir sind heute wieder 2 Stunden ausgefallen. Und morgen haben wir auch erst zur 3. Stunde an. Und übermorgen fällt dann mittendrin das Sport aus. Und dann wisst ihr nicht, ob Vertretungsbedarf besteht. Nicht euer Ernst, oder? Bei Frau Jochum besteht der Vertretungsbedarf seit 4 Jahren. Das Modell gibt es in einigen Bundesländern. Baden-Württemberg ist aber trauriger Spitzenreiter. Gleichzeitig ist Baden-Württemberg eins der reichsten Bundesländer. Und ich finde es völlig verkehrt, vor den Sommerferien Lehrkräfte zu entlassen in die Arbeitslosigkeit, wenn ich weiß, ich brauche sie händeringend nach den Sommerferien wieder. Da gebe ich dieser Frau 100%ig recht. Das ist absolut witzlos. Aber es lohnt sich fürs Ländle. Mit dem nicht bezahlten Gehalt von 4.000 Lehrern in 6 Wochen hat Baden-Württemberg dieses Jahr 15 Millionen Euro gespart. Clever. Und wofür hauen Sie die 15 Millionen raus? Baden-Württemberg. Gut, es gibt angestellte Lehrer, die fühlen sich etwas verschaukelt. Eigentlich liegt es doch auf der Hand, dass man solche Leute wie uns angestellte Lehrer braucht und ein bisschen besser behandeln sollte, weil sonst sind wir irgendwann weg. Ach, wo sollten Lehrer schon hin? Frau Jochen, warten Sie, Sie bekommen auch eigene Kreide, einen Fahrradstellplatz, eine Umhängetasche aus Leder. Hallo? Ja, sie hat's richtig gemacht. Ich muss sagen, es ist realer Irrsinn. Aber leider ist es ernsthafter realer Irrsinn. Und ich muss sagen, die heutige Sendung, die wir jetzt gerade hier gesehen haben, macht es wieder mal deutlich. Nicht über alles muss man Witze machen. Manche Sachen sind einfach so witzlos, dass man es einfach sein lassen sollte. So, ja. Wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, auch wenn das Thema nicht ganz so witzig war wie gedacht, lasst mir einen Daumen hoch hier. Aber nicht nur mir, auch den Kollegen von Extra 3. Original-Link zum Video ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr was habt, wie Anregungen, Ideen, Kritiken und sonstiges, bitte damit ab in die Kommentare. Ihr bekommt da von mir eine sicherlich schnelle Reaktion drauf. Wenn euch das alles, was ich hier so tue und mache, gefällt, wäre es schön, wenn ihr den Kanal abonniert. Abo natürlich auch bei den Kollegen von Extra 3 da lassen. Und wenn ihr das Glöckchen aktiviert, bekommt ihr eine kleine Nachricht und verpasst nichts mehr bei mir im Stream. Ihr könnt mich natürlich auch mal bei Twitch besuchen. Das machen wir das Ganze nämlich immer live. Wann das der Fall ist, könnt ihr auf Twitch entsprechend nachsehen. Mir bleibt für heute nur zu sagen, tschüss, eure Josie.